Willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen ein, tja, ich schätze mal ein Plattformer. Ich habe mal kurz reingespielt, Plattformer, und wir können auch Waffen nutzen. Wir beginnen ein neues Spiel. Kann ich den überschreiben? Manchmal ist die Steuerung mit dem Gamepad ein wenig verwirrend. Ich mache es jetzt doch mal mit der Maus. Zack. Und wir spielen auf einfach. Big Way Games präsentiert. Einen Wissenschaftler am Computer. One Dog Story. Das Erwachen. Eine Sirene? Wuff, was ist das für ein Ort? Ich habe keine Ahnung, was los ist, überhaupt keine. Mein Kopf ist einfach leer. Ich sollte jemanden finden, der mir helfen kann. Du kannst springen. Ah. Okay, letztes Mal hatte ich hier Sprinten gelesen und ich habe mich die ganze Zeit gewundert, wie kann ich sprinten. So, das füllt uns unseren Lebensbalken auf, den wir oben links haben. Hier dachte ich, kommt man vielleicht durch, aber nö. Benutzen. Versuchsobjekt 43, VO 43. Gehirnaktivität normal, Entwicklung beständig. Derzeit in einem Zustand der Ruhe, Neigung zur Aggressivität gemäß primärer Ziele liquidiert. Grundlegende Informationen bereits in VO 43 integriert. Rest wird nach der letzten Phase kommuniziert werden. Lilith wird mit ihrer Arbeit beginnen, nachdem das Versuchsobjekt aufgeweckt wurde. Sollte beobachtet werden, weil... Weil was? Ich kann jetzt auch nicht unterscrollen oder sowas. Okay. Vielleicht war er gerade dabei, das einzutippeln, als der Alarm losging. Versuchsobjekt 42. Vor, wahrscheinlich das neben... Oder sind wir das? Warte. Wir sind die 43. Okay. 42 war unser Nachbar. In Ruhezustand versetzt, instabil, aggressiv, unkontrollierbar, verweigert die Zusammenarbeit im Vergleich zu bisherigen Versuchsobjekten. Ein großer Schritt nach vorn, braucht jedoch noch Arbeit. Defekt. Okay, hier bin ich ein letztes Mal, habe ich es gar nicht versucht, ihr habt. Da ich mich schon geärgert habt. So. Du hast ein nützliches Werkzeug gefunden. Ein Schlüssel. Du hast das Lüftungsgitter entfernt, stand da, glaube ich. Der Fall. Hey du, komm hierher, nun... Oh. Hoffentlich passiert mir das nicht. Okay, was mir rein? Wobei ich mir so denke, wenn die Leute hier so arbeiten, ne, wie kommen die überhaupt hier an diese Tür? Keine Leiter oder sowas, keine Treppe. Und jedes Mal jumpen? Hallo? Oh, hallo, hast du endlich beschlossen, etwas zu sagen? Kennen wir uns? Du bist vor ein paar Minuten an mir vorbeigerannt, weißt du noch? Nein. Tja, ich bin Gustav, der Hausmeister. Wo bist du hergekommen? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass eine Sirene ertönt und sich dort drüben einige sehr aggressive Kreaturen aufhalten. Wow, dann ist das also keine Übung. Kreaturen? Pass mal auf, ich habe hier zu arbeiten, habe aber meinen Eimer verlegt. Wenn du ihn findest, gebe ich dir meinen Baseballschläger. Ah, okay, jetzt verstehe ich auch letztes Mal, warum ich den Baseballschläger bekommen habe. Ich habe es einfach übersprungen. Schätzung, Pläne, Berechnungen. Sehr geehrter Herr Cheswick, wir sind bereit, die Arbeit in der wissenschaftlichen Anlage aufzunehmen. Zuvor möchten wir Sie doch um eine Neuberechnung der Kostenschätzung, die Sie uns zugesandt haben, sowie
um Änderungen in einigen der Dokumenten bitten. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch, aber unsere Mitarbeiter haben einige kritische Fehler in ihren Berechnungen entdeckt. Vor Beginn der Konstruktion sollte alles perfekt sein. Ich freue mich auf Ihre baldige Antwort. Freundliche Grüße, Erwin Turbo. Okay, das ist noch eine zweite Seite scheinbar. Neuberechnungen kommen überhaupt nicht in Frage. Sie würden das gesamte Projekt verzögern. Das Investitionskomitee ist mit den bisherigen Berechnungen zufrieden und sieht keinerlei Veranlassung dafür, erneut die für die Dokumentation benötigte Bürokratie zu durchlaufen. Wenn Ihr Unternehmen kein weiteres Interesse an dem Projekt hat, dann trennt sich hier unsere Wege. Herr Scheswig, ich bedauere dies so deutlich sagen zu müssen, aber Ihr Unternehmen kann die Verantwortung für dieses Projekt nicht übernehmen. Alles, was auf Ihren Plänen basierend gebaut würde, wäre sowohl unsicher als auch schwer zu bedienen. Unsere Anwälte werden morgen zu Ihnen kommen, um den Vertrag aufzulösen. Ich frage mich, was da rausgeschossen kommt. Ich kann es nicht erkennen. So, da ist der Eimer. Du hast einen Eimer gefunden. Kannst du mich hören? Ja, aber... Endlich, ich bin Lilith. Verliere ich den Verstand? Beruhige dich. Hat man dir nicht gesagt, dass du meine Stimme hören würdest? Nein, wer bist du? Ich bin Lilith, deine virtuelle Assistentin. Ich wurde in dein Bewusstsein implementiert, um dir bei deiner Eingewöhnung zu helfen. Auftraggeber unbekannt, Prozess fehlerhaft. Bitte warten. Und was ist mit meiner Erinnerung? Lilith? Ich bin hier noch nicht fertig. Okay. Also müssen wir tatsächlich den Eimer abgeben. Und kriegen. Danke, hier. Damit kannst du die Viecher kurz und klein schlagen. Was hast du nun vor? Zuerst einmal muss ich putzen. Du kannst einen Sprungangriff durchführen, indem du deinen Schläger nach oben oder unten schwingst. Wie war das nochmal? Ah. Und zack. Du kannst Waffe benutzen. Angreifen. X, ja toll. So, jetzt ist das Vieh komischerweise wieder lebendig. Und wir haben einen Knochen bekommen. Das hält uns scheinbar. Falls wir Energie verloren haben sollten. Und jetzt kommen wir hier durch. Und im Prinzip... Ich wusste nicht mal mehr, dass hier so ein Laufband ist. Ich habe quasi eigentlich jetzt nur noch bis hier gespielt. Hab das gefunden. Damit wurde unsere Waffe verbessert. Ich weiß nicht, ob das jetzt dauerhaft ein dauerhafter Zustand ist oder nur temporär. Achso, ich kann auch einfach runterdrücken, dann macht er das... Das Spiel wurde gespeichert. Ah, stimmt, hier war ich schon. Defekt, okay. Toll. Alter. Und das ist nur der Beginn. Kann ich da durchfallen oder? Ne, okay. Ach, die kann man kaputt machen. Okay. Defekt. Da bin ich wieder. Hab keine Angst. Das ist wirklich bizarr. Gewöhne dich lieber daran. Was macht dein Gedächtnis? Ich kann mich an nichts erinnern. Warum hast du nichts gesagt? Das habe ich doch versucht. Gibt es sonst noch etwas, das ich wissen sollte? Ich bin neben einer Kapsel aufgewacht, auf der VO43 stand. Okay, wir werden schon herausfinden, was los ist. Hast du bereits die Wissenschaftler getroffen? Nein, was ist hier los? In der Anlage gibt es einige Probleme. Sei auf der Hut und halte nach Überlebenden Ausschau.
Ich frage mich, ob ich Fallschaden kriege. Okay, das wird noch nicht durchfallen. Du hast die grüne Zugangskarte gefunden. Kann ich... Was ist das hier eigentlich? An der Wand sieht so komisch aus. Aber gut. Okay, ich wusste auch nicht, dass man die kaputt machen kann. Ob es eine Errungenschaft gibt irgendwie für Videokameras kaputt machen? Okay. Alter, die haben ja einen Fernangriff. Oh. Husch, lass mich in Ruhe, verschwindet. Was ist los? Hol diese Monster von mir runter. Hier sind keine Monster. Sie sind überall. Die ganze Anlage ist voll davon. Er steht unter Schock. Mama, hol mich hier raus. Ich möchte nach Hause gehen. Nach Hause. Ich hätte auch nichts dagegen, nach Hause zu gehen. Wir wissen aber nicht mehr, wo unser Zuhause ist. Mama macht sich Sorgen, aber so eine fantastische Gelegenheit wie diese kann ich mir nicht entgehen lassen. Das Labor sieht sehr professionell aus. Es ist toll. Ich war ein wenig überrascht, dass sie mich eingestellt haben, ohne viel zu fragen, was damals passiert ist. Hätte meine Karriere annullieren können. Und ich bezweifle, dass ich mir noch einmal eine Gelegenheit wie diese bieten würde. Hier kann ich auf legale Weise gutes Geld verdienen. Meine Eltern werden stolz auf mich sein. Wichtig, in Anbetracht von Vorfall 2574 möchte ich Sie daran erinnern, dass für alle Mitarbeiter besondere Vorsicht im Umgang mit den Komponenten unseres Experimente gilt. Die Ursache für Professor Ectus Verschwinden wird untersucht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, Abteilungsleiter Quasar oder whatever. Achso, nee, heilen können wir uns ja nicht. Yeah! Okay, die kommen also immer wieder. Ah, jetzt weiß ich auch, was das an der Wand war. Okay. Hundertpro gibt es hier irgendwie versteckte Räume auch. Alter! Okay, da oben kommen wir jetzt eh nicht lang. Und wer bist du? V43, schätze ich. Nie von dir gehört. Was machst du hier? Das wüsste ich auch zu gerne. Tun wir das nicht alle? Wow, was für ein Gespräch. Klappe! Vollständige Liste der von uns am 8. Oktober 2045. Der Voss. Achso. VO-1009 wurde anschließend der Dokumentation und Ergebnisse des Experiments an die Regierung geliefert. VO-2847 wurde zerstört. Dokumentation und Ergebnisse wurden aufgehoben. VO-52 wurde zerstört. Dokumentation und Ergebnisse wurden aufgehoben. Die Datenbank muss aktualisiert werden. Liebe Kolleginnen, lieben Kollegen, bitte geben Sie den Köchen die gestohlenen Kochutensilien zurück. Falls sich der Dieb nicht freiwillig stellt, werden sämtliche Zimmer und Arbeitsplätze durchsucht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Warum sagt er uns jetzt hier, ich soll nach oben attackieren? Nun läuft die Pumpe, der Wasserstand sinkt.
Der Laser ist deaktiviert. Nice. Aber die Pumpe, wozu habe ich das hier gebracht? Ich sitze auf der Arbeit fest, wie immer wollte ich Albert... Alter. Alter. Übertreibt mal nicht, Leute. Ich will das noch lesen. Wie immer wollte ich Albert, der mir immer gern hilft, einen Besuch abstatten, aber diesmal verließ er nicht einmal sein Labor. Einige der Kollegen beschweren sich, dass er sich in letzter Zeit stets zurückzieht. Ich werde ihn morgen wieder besuchen. So. Tschüss. Tschüss. Und Raum verlassen. Ich frage mich, wie oft wir unsere Waffe verbessern können. Oh, nice. Und das Spiel wurde gespeichert. Dann ist das eine gute Stelle für ein Folgenpäuschen. Spitze bedanke mich. Bis denn.